Ich mache jetzt vier Geräusche, die Afrikaner machen, und werde es dir jetzt übersetzen, was die Afrikaner damit meinen. Wenn ein Afrikaner macht, und das auch lange, dann hast du irgendwas Falsches gemacht. Dann ist dieser Afrikaner richtig wütend auf dich und richtig sauer. Deswegen lass den lieber in Ruhe. Wenn der macht, dann hat er keinen Bock auf dich. Der hat einfach keinen Bock auf dich. Geräusch Nummer 2. Das heißt, er ist überrascht. Er ist überrascht mit deiner Aussage oder mit deinem Verhalten oder mit der Situation, was passiert ist. Heißt also, versteht ihr? Nummer 3. Pass auf, stell mich gar nicht in Probe. Pass auf, wie du mich anguckst, wie du mit mir redest. Pass auf. Nummer 4 und das letzte. Wenn ein Afrikaner zu dir sagt, Jo, renn weg, der will dich schlagen. Renn weg, renn um dein Leben. Renn um dein Leben, sonst kriegst du Schläge. Renn weg, du hast verkackt.